Alter Schwede, ich bin in Hungen. Ich habe hier ein leichtes Parkplatzproblem, Freunde. Weil das, gut, das fährt davor, das kann ich nachziehen. Alter, guck dich das an. Diese ganze Straße runter stehen die LKWs. Warum stehen die LKWs hier? Weil der Kunde einfach keine LKW-Parkplätze hat. Es gibt keine LKW-Parkplätze. Man muss hier an der Straße parken. Normalerweise ist hier, ein relativ kleines LKW-Aufkommen. Aber jetzt vor Ostern, heißt für mich Warnblinkanlage an und dann I'm walking. I'm walking. Guckt euch das an. Das finde ich ja super. Naja, zum Glück ist es nicht am Regnen oder scheiße kalt. So ist es ja schön. So, jetzt gehen wir zwischen den Beinen hier durch. Gehen über den Autoparkplatz. Weg von der gefährlichen Straße. Freunde. Ein Auto. Wir haben es gleich. Gleich bin ich da. Gleich. Hier parken immer rüber LKWs. Da ganz hinter mir, da ganz hinten, da irgendwo, da ganz oben. Da habe ich gestanden oder da stehe ich. Und von da komme ich hier laufen. Ach, Freunde. Alleine diese Wanderung ist schon Daumen wert. Daumen nach oben natürlich. Ich hab's geschafft. So, jetzt sind hier ein paar LKWs reingefahren. Jetzt ist hier alles frei, die Lücke hier. Aber bis ich. Ja. Die Nerven liegen blank. Aber bis hier die. Bis ich bei meinem LKW bin. Da oben irgendwo. Bezweifle ich, dass hier die Parklücke noch frei ist, weil. Guckt, da kommt schon der Nächste, der parken wird. Ach, das ist alles ein. Ist alles ein Herr oder fährt der durch? Nein, er parkt. Ist der Nächste nur drum, da oben, wo ich jetzt stehe, da in der Kurve. Das ist so kacke. Deswegen hätte ich es doch ganz schön gerne, wenn ich hier irgendwo mich hinstellen kann. Weil ich weiß ja nicht, wie lange ich warten muss. Ich habe hier Pieper bekommen. Es kann schnell gehen, es kann aber auch 2 Stunden dauern. Gucken wir mal. Wenn jetzt die Parklücke frei bleibt, bis ich beim LKW bin, dann schießen wir auch mal schnell in die Parklücke. Alter, mein Gott, so weit musste ich hier noch nie laufen. Oh, den Weg hier an, bis ganz hinten. Noch Kraftfahrer und kein Kraftläufer. Ich bin immer noch der Letzte. Jetzt kommt Hassia. Da vorne. Da ist mein LKW. Ich kann ihn sehen. Juhu. So, jetzt frage ich meinen Kollegen mit dem MAN, ob der hier stehen bleibt. Wenn nicht, fahre ich mich vor. Woher darfst du noch rein? Nee, ich denke mal hier bis zum Grünen nach vorne. Oder willst du da hinfahren? Von einigen sind die beiden Autokeller fahren. Wo? Da ist Heidelmann drin und auch ein anderer. Fahr du da hin? Und ich fahre hinter diesen Abschlepper da. Daneben, dass wir hier oben wegkommen, hier aus der Kurve. Das ist fürchterlich. Fürchterlich. Hinter den Abschleppern wollte ich ja mal. Da fahre ich vor ins Scania hier. Hauptsache ich bin hier aus der Kurve draußen, weißt du? Na gut, dann fahr du mal vor. Auch morgen früh oder? Nee, heute noch. Heute noch? Ja, ja. Schauen wir mal wann. Ja. So, ihr habt's gehört. Jetzt geht das hier los mit den. Wo parkt man jetzt wie und wo ist mein Schlüssel? Das ist viel wichtiger. Auf alle Fälle hier oben erstmal aus dem Halteverbot raus. Guckt ja keinen, wo wir stehen müssen. Komm mit dem Auto. So, eigentlich der Grüne hier. Aha, er fällt auch weg. Das ist sehr gut. Dann ziehen wir mal vor.
vorher. Weil ihr seht nämlich hier ab dem Schild hier, da, absolutes Park- und Halteverbot. Deswegen fahre ich jetzt hier hinter Kollege Fulda, Vogel Fulda, und bleib hier stehen. Dann bin ich hier so ein bisschen aus dem Gröbsten draußen, und da vorne, da hinten, wo jetzt der MAN kommt, aus dieser komischen, useligen Kurve draußen. So, hinter mir wird auch fleißig rangiert, aber jetzt könnt ihr mal sehen, diesen ganzen Feiertagswahnsinn, Irrsinn. Ostern und ja, Platz alles aus allen Nähten. Voll. Alles ist voll. Ja, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ans Handy gehen gleich. Nein, mich ins Bett legen. Und dann, meistens ist es so, wenn man sich ins Bett legt, LKW-Fahrer kennen das. Man kommt zum Kunden, man kriegt den Pieper, man legt sich nicht ins Bett, man sitzt hier auf dem Sitz, so wie ich jetzt, so Dulli-mäßig, und dann sitzt man hier 4 Stunden. So. Man kommt aber zum Kunden, man meldet sich an, man kriegt den Pieper, man geht in den LKW, man legt sich ins Bett. Was passiert? 10 Minuten, Viertelstunde, Piepser, Piepser. So. Jetzt dachte ich mir, bevor ich hier 4 Stunden stehe, lege mich jetzt ins Bett. Also, ich verarsche das System quasi. Mal kurz hier Weg freiräumen. Und dann, mich kurz mal hinlegen. Mal gucken, ob es klappt. Ich glaube zwar nicht, aber. So, wir haben es jetzt 17.06 Uhr. Falco liegt jetzt im Bett und ich melde mich, wenn ich losfahre. Mal gucken, wie viel Flur was dann haben. Mal gucken, vielleicht klappt's ja. Tüdelü. So. Oh. Ja doch. Jetzt wird's spannend. Mal gucken, wie lange wir mich da. Ja. Ja. Uhr, knapp eine Stunde. Naja, gut. Fahre ich mal rein, lade ich ab und dann geht's weiter im Text. So, sind wir leer. Jetzt mache ich frei zum Pförtner, gebe meinen Torpass ab, mache hinten zu, dann geht's nach Friedberg. Und dann tauschen wir die Auflieger und dann fahren wir nach Hause. Und hier ist eine Muschi. Okay. So, Moment. Handbremse, sonst rollt unser Karren hier weg. Den Torpass. Ach, Dennis. Jetzt ist die Straße hier einigermaßen leer. Wir standen da ganz oben. Und diesen ganzen Weg bin ich hier runtergelaufen. Diesen ganzen Weg. Hier bin ich immer noch lang gelaufen, Freunde. Immer noch. Aua, ruppeldi. So, die, wo ich jetzt stand, das erste Mal, wo ich stand, war hier. Vor dem Schild quasi hier, höher an der Einfahrt. Hier stand ich. Das ist, das macht man auch nicht alle Tage. So. Huch, steht er hier. Alter Schwede. Im Gebüsch. Tarn und täuschen, ne? Naja. So, jetzt 20 Kilometer über Land nach Friedberg. Ich hoffe, das kommt aus dieser Kamera gut rüber. Diese blutrote Sonne da hinten. Jetzt ist sie gerade hinter dieser hässlichen grauen Halle verschwunden. Ah, nein! Da, verdammt! Ja, so, Mist.
Aktuell auf dem Weg zur Autobahn, aber ich denke, ich fahre, weil ich noch zeitlich extrem geil in der Zeit liege. Zeitlich extrem geil in der Zeit liege. Ja, kann man so sagen. Oh. Ich denke, ich fahre B3. Über Marburg, Borken, Kassel. Weil ich fahre so ungern die A5. Das ist eine. Ich mag die nicht, die Autobahn. Die A5 und die A7 bis Kassel, die ist freudig. Da fahre ich lieber die B3. Wie gesagt, zeitlich passt es alles noch. Ja. Sehen wir uns in Ordnung auf eine alte Höfe, ne? Nicht wahr? Nordheim, hier ist Nordheim. Ja, Freunde, wir haben es geschafft. 23:58, also quasi 0 Uhr Feierabend. Das war ja mal wieder ein chicha-chilliger Tag. Parken, das machen wir hier. So. Und nach Hause gehen. LKW steht ein bisschen komisch an der Tankstelle, aber mein Kollege kam schon gerade. Der fährt gleich weiter. Oh, dunkel. Ab nach Hause. Ein Puschi. Sollen wir rausgehen? Ja. Guck mal, Kassi. Na los, runter. Na los, geh. So, ich gehe mit Hunden raus, bin zu Hause. Ich sage, wie ich jetzt enden? Ich sage, ich bin raus, euer Falco.